das Toto Cup Achtelfinalspiel FC Stadlau auswärts bei TSV Fortuna 05. Schickens der Kapitäne und der Siegesschwur der Gäste. Die erste Chance im Spiel hat die Heimelf. Tolle Reaktion von Dörmann Neckham, der auch bei dem Weitschuss hier nicht eingreifen muss. Fußballtalent zeigt hier Assi Romalic. Der Outenwurf der Fortuna wird hier abgefangen. Der Ball kommt zu Lamisic. Der sieht Stoklaster, spielt in die Gasse und der bleibt cool und trifft zum 1:0 für die Gäste. Schütze Stoklaster mit einem Eckball, Abpraller und da kommt Rune Klaric, etwas abgefälscht, 2:0 für die Gäste aus Stadlau. Bei diesem weiten Ball von Stoklaster testet Verteidiger Schweiger die Reaktionssicherheit seines Tormannes Schrammel. Innen ist kalt. Und offensichtlich auch Stadlau-Kapitän Bayer, denn der verliert hier den Ball, aber Resch macht aus dieser Chance nichts und trifft nur die Stange. Dann greift hier wieder mal Stadlau an, Rückspiel auf Dörmann Schrammel und der beweist hier fußballerische Fähigkeit. Chillig auf Stoklaster und dessen Weitschuss mit viel Herz geht nur knapp vorbei. Weiter Passball jetzt auf Resch, der schießt auch, aber sein Schuss ist viel zu schwach für eine weite Flanke. Kopfball, Verlängerung Stanojčić, ganz allein vom Tor, aber dieser Treffer hätte wegen Abseits auch nicht gezählt. Weiter Abschlag von Schrammel, Resch drückt hier Gegenspieler Stoklaster regelrecht weg. Kommt zur Flanke und eine Riesenchance für Civan, aber gut reagiert von Neckam. Im Mittelfeld geht es dann ein bisschen hin und her. Weiter Ball von Stoklaster und Tormann Schrammel ganz sicher. Dann diese Szene, eines der wenigen Fouls in diesem Spiel, das sehr fair abläuft, führt zu einem Freistoß. Und diesen Tritt, wie so oft Stoklaster, gefährlich abgefälscht, aber Torhüter Schrammel hält. In Hälfte 2 darf auch gleich wieder Schrammel zeigen, dass er Fußball spielen kann. Dann kommt es zu diesem weiten Outenwurf. Ein Abpraller kommt zu Lamisic. Der schießt sofort und knapp daneben. Diese Ballstaffette, Stanojčić, Klaric und auf Umwegen kommt der Ball zu Lamisic, aber kein Problem, dieser Schuss. Für Schrammel, der auch beim nächsten Schussversuch von Stanojčić als Retter in der Not zur Stelle ist. Die nächste Chance vergibt Stadlau und auf der Linie rettet hier Verteidiger Schweigler. Chancen fast im Minutentakt, jetzt ein Kopfball von Lamisic knapp drüber. Weiter geht's über Klaric. Schöne Ballstaffette jetzt, wieder Klaric am Ball, Lochpass auf Lamisic und wieder rettet Schrammel. Der auch gleich in der nächsten Szene wieder im Mittelpunkt steht und zwar rettet er gegen Stanojčić. Fortuna ansatzweise gefährlich bei einem Freistoß, den hier Neckam sicher hält. Und weil die Stadlauer Stürmer nicht treffen, gibt es in der nächsten Szene dann fast ein Eigentor von Holz getan, der Eckball bringt aber nichts ein. Rollende Angriffe der Gäste, die nächste Aktion und hier ist es wieder einmal die Verteidigung, die schneller am Ball ist. Schöne Ballmitnahme von Hobiger, der schickt hier zählig Richtung Tor und der scheitert an Schrammel und dann passiert ihm auch noch ein Foul. Fortuna-Schüsse finden in dieser Phase nur ganz selten statt und wenn, dann sind sie eher unter die Kategorie Free Kick einzureihen, wie diese zwei Beispiele hier deutlich zeigen. Stanojčić bringt mit der Ferse hier Dutze ins Spiel, der scheitert an Schrammel, bringt den Ball nochmal, aber Puflers Tor zählt wohl zurecht wegen Abseits nicht. Dutze schickt hier Stanojčić, aber dessen Pass gerät fürchterlich ungenau.
Es musste längst schon 3 oder 4 zu 0 stehen, aber dann plötzlich steht es nur mehr 2 zu 1. Torschütze Daliberovic nach einem weiten Freistoßball. Es passiert aber nichts mehr, denn die letzte Chance des Spiels haben wieder die Gäste aus Stadlau. Dieser Kopfball geht um Zentimeter daneben. Stadlau steht im Viertelfinale des Toto Cups.